sind die aber schön. Als ob sie leben würden. Sie leben auch, aber in einer anderen Welt. In einer Zauberwelt, die keine Zeit kennt. Der Dr. Faustus werde ich genannt. Durch meine Klugheit bin ich bekannt. Habe mit durchaus heißem Bemühen Philosophie studiert und Medizin. Ach, du bist ein Künstler, Bertel. Aber okay, Künstler bin ich keiner. Aber wenn du etwas mit Liebe machst, dann gelingt's dir. Was verstehst du nicht? Bist noch zu jung. Oh, gar so dumm, wie du denkst, bin ich nimmer mehr. Das hat mit dumm nichts zu tun. Und das hier ist die Bühne. Je, das ist schön. Jetzt brauche ich noch wen, der mit mir die Figuren führt. Ich habe nur zwei Hände. Da muss man sehr geschickt sein. Wenn ich's zusammenbringe. Darf ich? Mhm. Ich bin ein armes Mädchen und heiße Gretchen. Ich bin der Dr. Faust, mir graust. Na, Herr Doktor, das ist gar nicht fein. Jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein. Drum lass der armen Seele Ruhe und mach mal schnell den Vorhang zu. Der muss rüber in die Kirche. Und was soll ich jetzt der Dame sagen? Ich lasse dich schön grüßen. Sonst nix? Sonst nix. Du, Bertel, ich habe eine Bitte. Was denn? Lass mich mitspielen beim Puppentheater, ja? Darüber lass dich schon eher reden.